Ich lasse einen random Spieler um 100 Euro gegen 10 andere Spieler kämpfen. In jeder Runde ändert sich die Kampfausrüstung. Noch ein letztes Wort? Ich halte dir meine Stirn hin. Wird der Spieler die 100 Euro gewinnen? Und wie wird seine Reaktion sein, wenn er erfährt, was er gewonnen hat? Das seht ihr gleich im Video, nachdem ihr jetzt gerade ein Like und ein Abo da gelassen habt. Nothing like the motherfuckers. I can make you rich. I can make you this, baby, I can make you that. I can take you there, but baby, you will make it bad. Growing sick of this, and I don't wanna make you sad. Do I make you scared, or baby, won't you take me back? The boy is back. Heute gibt's als Preis tatsächlich nicht irgendwelche Ingame-Geschenke, sondern tatsächlich echtes Geld. 100 Euro stehen aufs Spiel. Wer kriegt die 100 Euro? Doch bevor wir jetzt zum Geld kommen, gibt es noch ein kleines Zwischenevent, was ich euch zeige. Wie ihr sehen könnt, befindet sich auf diesen Koordinaten ein Teleporter und der ist public. Den könnt ihr benutzen, um hierher zu kommen. Und unter diesem Teleporter befindet sich eine Base. Das hier, wie ihr seht, ist der Eingang zu der Base. Und da seht ihr auch die Koordinaten. Der Tribe, der die Base gehört, hat mich nämlich gebeten, ein kleines Event draus zu machen, in dem sie geradet werden. Der Tribe heißt das Einhorn. Und hier zeige ich euch nochmal ein kleines Stück von dem Eingang von der Base. Wenn ihr schafft, diesen Tribe innerhalb des Wochenendes zu raiden, kriegt ihr also einen Titan eurer Wahl. Doch jetzt erstmal zurück zu dem heutigen Event. Ich werde jetzt einen random Spieler hierhin teleportieren, der die Chance hat, 100 Euro zu gewinnen. Pro Kill kriegt er 10 Euro. Ich werde 10 Spieler rein teleportieren. Wenn er schafft, alle 10 zu kriegen, kriegt er von mir 100 verdammte Euro. Aber ich sage ihn erst zum Schluss, dass der Preis von diesem Event echt Geld ist. Also können wir uns auf seine Reaktion am Ende freuen und ich bin gespannt, wie viel Geld er mir abziehen wird. Ich sag dir noch nicht, was der Preis ist, aber ich kann dir sagen, für jeden, den du gleich töten wirst, kriegst du immer mehr davon. Bist du bereit? Ja. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Ich mag diese Schattenmann. Wenn du schaffst, ihn zu besiegen, spawn ich den Shadowmane rein, okay? Runde 1. Beide bekämpfen sich jetzt. Beide waren Konsolenspieler. Oh oh. Oh, der ist sofort ausgenockt. Die ersten 10 Euro sind weg. Ich hab ehrlich gesagt... Der Arm. So, das ist dein neuer Companion. Es war halt ein bisschen bad, dass ich in die Stacheln gesprungen bin. Aber ich habe ehrlich verloren. Du bist da richtig reingejietet. Streng dich ein bisschen an, okay? Du hast noch 9 Runden vor dir. Ja. Was ist ein Tame oder ein Item, was du gerne hättest? Ein Noclin. Runde 2. Kampf in den Tod. Let's go. Mal schauen, ob es diesmal vielleicht besser macht. Sie haben Boomerang, ein Schild und eigentlich nur noch eine Lederrüstung. Ja, es sieht aus, als würden die mit Bananen kämpfen. What the fuck? Oh oh, oh oh. Er geht Melee. Oh. Der Arme, der Arme. Ja, viel Spaß mit deinen Noglin. Danke. Läuft gerade echt bad, aber zumindest freuen sich die anderen dafür. Ich glaube, wenn du wüsstest, was du kriegst, würdest du dich ein bisschen mehr anstrengen. Für die dritte Runde gibt es nämlich jetzt schon Chitin, Bogen und Bolas. Was hättest du gerne als Preis? Gibt's den einen, der sich so unsichtbar machen kann? Ein Shadowmane? Ja. Runde 3. Let's go. Beide gehen sofort mit der Bola. Hätte ich auch sofort gedacht. Bola, Chitin-Rüstung, ein paar Pfeile. Wer die Bola trifft, hat eigentlich sozusagen gewonnen, aber jeder von denen hat nur 3 Stück. Oh oh. Es ist auch nicht einfach, in dem Spiel mit einer Bola zu treffen, um ehrlich zu sein, weil, to be honest, es ist komplett scheiße programmiert. Wir kennen alle Arc. Jetzt kommt die Pfeil-Action. Mal schauen, vielleicht schafft's Sebi, vielleicht schafft's Sebi. Ich drück dir echt die Daumen, Alter. Oh oh. Beide kämpfen auch in seinem Bereich, also im grünen Bereich. Sebi hat einen größeren Charakter, da kriegt er die meisten Pfeile wahrscheinlich ab. Komm schon, Sebi, diesmal schaffst du das. Oh mein Gott. Ja, er hat es einmal geschafft. Sebi, du hast es geschafft. Ja, mein erster Kill. Abonniert alle und teilt das Video. Ich glaube, mein Körper hat gerade realisiert, dass ich so richtig dabei bin. Ich muss mich gerade richtig beruhigen. Ganz ruhig. Bleib konzentriert, aber ruhig, okay? Runde 4. Ich habe das Go gegeben. Der Gegner in der roten Ecke wünscht sich einen Mana. Den kriegt er, wenn er schafft, Sebi zu besiegen. Wenn Sebi es aber schafft, kriegt er weitere 10 Euro. Oh oh. Ich würde es den Sebi gönnen. Ich gönn's ihm, dass er mein Portemonnaie ein bisschen ausleert. Oh oh, oh oh. Oh, er geht mit der Axt. Der kriegt ihn wahrscheinlich ausgenockt, wenn er weiter mit der Axt drauf geht. Er war vorhin auch oft K.O. Komm, Sebi, du schaffst das. Sebi, du schaffst das. Ja, ja, gib ihn weiter. Nein, nein, nein. Komm, Sebi. Rüstung ist kaputt. Oh mein Gott. Oh, es ist knapp. Es ist knapp. Nein, er hat ihn. Nächste Runde wird eine Midi-Runde. Mana. Runde 5.
Es geht jetzt wieder um meinen Mana. Der rote Player will einen Mana haben. Ich habe das Gefühl, dass der rote Player es wieder schafft. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Sebi auch ein bisschen mal was kriegt, oder? Oh, komm schon, Sebi. Das kannst du schaffen, das kannst du schaffen. Leere mein Portemonnaie. Oh nein, das sieht nicht gut für ihn aus. Oh oh. Ich glaube, das Weglaufen bringt in dem Fall nichts. Er hat's geschafft! Ja! Die zweite Runde, gratuliere! Was für ein Tame hättest du gerne? Sind auch Shadowmanes erlaubt? Wenn du gewinnst, kriegst du ein Shadowmane. Runde 6. So, diesmal mit einer Pistole. Ein simpler Revolver. Und einer ganz normalen Flak. 20 Kugeln. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Beide bleiben in ihrem Bereich, bis gleich einfach deren Munition näher ist. Ich glaube, noch gar keiner hat irgendeinen Hit gelandet. Komm schon, Sebi, das kriegst du hin. Oh, er hat einen Schuss abbekommen. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus für Sebi. 30 Euro hat er schon verloren. Ich glaube, die Munition ist aus. Komm schon, Sebi. Ja, ja, er rennt. Nein, Sebi. GG, nice game. So, ich enclaim ihn einmal für dich. Und einen Cryo kriegst du auch noch. Bitteschön. Was hättest du gerne, wenn du gewinnen würdest? Wir wäre ganz schön. Runde 7. Komm, Sebi, Alter, ich... Oh, die hört sich auch schon ganz anders an, ey. Sebi, ich drück dir den Daumen. Ich drück dir den Daumen. Oh, oh. Holy shit, Alter, was für Revolverhelden hier einfach sind. Die spammen ja richtig rein. Aber Sebi hat eine viel größere Hitbox. Oh, 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 oh. Ich glaube, die Munition ist bei ihm aus. Oh nein, er hat ihn ausgenockt. Bring mich um! Töte ihn! Hol dir deinen Tame! Noch ein letztes Wort? Ich halte dir meine Stirn hin. Viel Spaß mit deinem Tame. So, eine Lightning Wyvern. Bitteschön. Es macht mich so neugierig, nicht zu wissen, was es ist. Ich möchte es natürlich wissen. Und wenn du sagst, du wirst dich natürlich mehr anstrengen, wenn du wüsstest, was es ist, macht's mich noch neugieriger. Hallo? ¿Cómo lo que tú dices? ¿Habla español? Sí. Yo no, no hablo muy bien español, hablo un poquito. ¿Quieres participar en un evento? ¿Evento? ¿De dónde eres tú? ¿Alemán? Soy alemán, pero lo hablo portugués. Tienes que ganar una batalla contra un colega allá frente. Belleza. Okay, wir haben einen Brasilianer und in der nächsten Runde wird hier übelst rumgeschossen, okay? Dann mach dich bereit, sieh dich an. Jetzt frage ich mich bloß, was für Sprachen du alles sprichst. Runde 8. Oh, jetzt wird da übelst geballert, Alter. Dass der eine einfach Brasilianer ist, damit hätte ich jetzt nicht... Du da favela, caralho. Bota cara, alemão. Die machen, glaube ich, keinen Damage. Oh, 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 oh. Ich habe auch noch nie jemand gesehen, der mit solchen Waffen PvP betreibt. No joke. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihr wahrscheinlich auch sieht, dass sich jemand mit sowas battelt. Oh, 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 oh. Er ist hinter ihnen. Lass mal die Damage-Zahlen hier gucken. Oh, 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 oh. Amor, cara. Acho que vai ser uma, né? Isso aqui é seu? Zwei Runden to go, Leute. Zwei Runden. Und diesmal gibt's drei Granaten jeweils. Was hättest du gerne für ein Tame? Ein Ankylosaurus wäre cool. Runde 9. Sebi weiß, wie es abläuft. Er hat das hier schon ein paar Mal jetzt mitgemacht. Das ist jetzt seine 9. Runde hier, wo er gegen Leute kämpft. Wie viel Schaden macht das? Auch nur 1er, 3er? Okay, okay. Sebi, streng dich an. Eine Granate fliegt. Leider keinen Schaden gemacht. Schade, schade, schade. Oh, da war gar nicht schlecht geworfen. Nur leider geht er da weg. Oh, oh. Granaten werden geschmissen. Sebi hat aber schon gar keine Brustpanzer mehr. Und er hat gut was an Damage bekommen. Sebi, ich drück dir die Daumen. Oh, oh, er wird gestürmt. Das war's. Das ist jetzt einer. Okay, das ist jetzt Sebis letzte Runde. Er hat bis jetzt zweimal gewonnen, also kriegt er 20 Euro. Den Rest hat er aber bis jetzt verloren. Wenigstens einen muss ich jetzt noch gewinnen. Das ist die letzte Runde, okay? Ich geb mir Mühe. Macht euch bereit. Die letzte Runde, die es heute gibt. Die letzte Runde. Sebi, come on.
Oh, jetzt geht der Mili. Und? Ja? Sie haben wieder aufgehört damit. Ihr habt einen Taserstab. Nutzt ihn doch, Guys. Ich hab ihn nicht umsonst reingedroppt. Jetzt regnet's auch noch. Er boxt nur noch. Als ob! Nein, komm schon. Sammy, du musst es doch schaffen. Er boxt nur noch. Oh, mein Herz schlägt für Sammy. Hab keine Pfeile mehr. Er knockt ihn wahrscheinlich gleich aus. Oh nein. Oh nein, Sammy. Die betteln sich mit Pfeilen, die sie auf dem Boden aufsammeln. Sammy, komm schon, triff ihn. Ich weiß nicht, was ich mir hier gerade anschaue, Leute. Er schießt und dann sprintet er wieder weg. Er ist sogar in die Spikes gelaufen. Jetzt boxen sie beide. Was ist jetzt auf einmal los? Los, Sammy, streng dich an. Er hat ihn. Ja. Okay, ich geb zu, ich hab Sneaks bestochen, dass er verliert. Er hat bis jetzt zweimal gewonnen, also kriegt er 20 Euro. Den Rest hat er aber bis jetzt verloren. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Bitte an dich. Was würdest du gerne für ein Tame haben? Du kannst dir aussuchen, was für eins. Managama? Okay, kriegst du. Aber nur, wenn du die Runde, die jetzt kommst, verlierst. Versuch einfach so zu kämpfen, als würdest du gewinnen wollen. Ja, ich schieß einfach daneben. Okay, aber dadurch hat Sammy jetzt 10 Euro mehr gewonnen. Boah, Ehre, danke. Dann grüße ich meine Eltern alle, die hier sind, weil mit denen bin ich gerade im Call in Discord. Meine Oma grüße ich auch noch. Jeder grüßt immer seine Oma. Hallo, guten Tag. Ihr Sohn war gerade bei einem Event dabei und hat es geschafft, was zu gewinnen. Er weiß noch nicht, was er gewonnen hat, aber er hätte 30 Euro gewonnen. Okay. Also, du weißt noch gar nicht, was du gewonnen hast, ne? Nein, doch nicht. Du hättest pro Kill 10 Euro gewinnen können. Hättest du alle 10 Matches gewonnen, hättest du 100 Euro bekommen. Aber du hast 3 Matches gewonnen, also hast du 30 Euro bekommen. Es freut mich. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal an meinem Ziel näher dran, weil ich habe einen eher älteren PC und mit dem die Grafikkarte, die man da auch hat, die reicht nicht für arg und deshalb leckt auch mein arg ein wenig, dass ich mir ab zu Weihnachten einen Gaming-PC holen kann. Bin ja auch bei irgendwelchen Events mitten machen wollt, kommt natürlich auf meinem Discord-Server drauf, den ihr gerade hier seht. Wenn ihr drauf kommt, habt ihr nur den Welcome-Server und dann müsst ihr auf Rules gehen und unter Rules einmal bestätigen und dann kriegt ihr die ganzen anderen Channel angezeigt. Peace out, bis zum nächsten Mal. I'm out. It's better than fire, words of passionate love. The neighbors complain about the noises above, but she only comes when she's on top. Therapist said not to see you no more. She said you're like a disease without any cure. She said I'm so